Willkommen zu Dominations, mein Name ist Marc und jetzt wird eine Runde gefarmt. Was soll ich sagen, es ist schon eine ziemlich lange Zeit her, oder es ist schon eine ziemlich lange Zeit, in der ich mit den Kommandos und Saboteuren im Multiplayer und im Weltkrieg angreife. Andere Spieler reagieren natürlich auch darauf, dementsprechend natürlich auch eure Nachfragen, wie man sich gegen Kommandoangriffe schützen kann und die Maßnahmen zeigen dementsprechend auch Wirkung. Ich meine, wenn man die Mauern zubaut, ist es gar nicht mal so schlimm, dass die Mauern zu sind, aber dass selbst bei dann geöffneten Mauern die Verteidigerströme so kreuz und quer laufen, macht auch mir das Leben als Kommandoangreifer schwer. Das ist aber nur einer der Punkte, weshalb ich jetzt überlege, auf eine andere Taktik umzuschwenken, oder das ist eigentlich schon zu viel gesagt, eine andere Taktik auszuprobieren, um zu vergleichen, inwiefern die vielleicht wertvoll ist oder man sagen kann, da schwenke ich drauf um, damit ich eine Alternative bereit habe. Ich habe im Museum bereits schon einige Artefakte zusammengecraftet, das hatte ich euch auch bereits vorgestellt, aber eher eigentlich als Vorbereitungsmaßnahmen und so ein bisschen als Kontrollbedürfnis oder als Absicherung demgegenüber sollte Nexon das Spiel mal wieder auf den Kopf stellen und quasi das ganze Spiel verändern, Truppen nerven, andere boosten und ich dadurch in der Lage sein, dass meine Kommandos nichts mehr wert wären. Da sind wir zum Glück nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich ja gerade geschildert, dass mit den Kommandoangriffen man auch limitiert ist und an seine Grenzen kommt. Die sind halt auch nicht unendlich stark. Auch wenn es meiner Meinung nach immer noch eine der besten Strategien ist. Genau. Und das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre einfach aufgrund von Langeweile und was weiß ich, was Neues ausprobieren, neue Wege gehen. Auch einfach mal zu gucken, was hält das Spiel denn sonst noch so bereit. Denn mittlerweile ist das Ganze ja ziemlich eingekaut, mit den Kommandos anzugreifen. Nichtsdestotrotz habe ich in der Forschung die Mauersapyre noch laufen. Falls, also derzeit ist meine letzte Trumpfkarte oder das, was ich immer ausspiele, die Kommandoangriffe. Ich stelle mich zwar jetzt etwas breiter auf, aber dafür sind die Artefakte. Und also meine Erfahrungen noch gar nicht gut genug mit anderen Strategien. Welche Taktiken verwende ich, wie verwende ich, welche Truppen in welchem Zusammensetzen, wen setze ich zuerst, als dass ich davon den Kommandoangriffen ablassen könnte. Und nebenbei ist das Museum auch noch gar nicht gut genug gelevelt für andere Truppenangriffe oder für andere Arten von Angriffen. Ganz nebenbei ist mir aufgefallen, ich hatte nicht mal die Kommandos fertig gelevelt. Also mir hat eine Fabriklevel gefehlt, das wohl, glaube ich, durch ein Update nachimplementiert wurde. Dementsprechend erforsche ich jetzt erst die stärksten Infiltratoren, heißen sie dann ja. Auch ein lustiger Faktor. Bezüglich der Flugzeuge, und das ist so die erste Variable, die ich ändern möchte, wie in so einem wissenschaftlichen Experiment, nicht direkt alles ändern und dann im Nachhinein überhaupt nicht wissen, wodurch jetzt die positiven oder negativen Effekte zustande gekommen sind, ist ein Faktor sehr hoch positiv, der andere negativ und die pendeln sich aus, ändere ich erstmal Schritt für Schritt eine Variable. Und meine derzeitige Konstellation ist ja ganz offensichtlich mit sehr, sehr wenigen einfachen Schwerpunkten Kommando, Flugzeuge zum Aufräumen Bazookas. Das sind wenige zentrale und gut ersichtliche Schwerpunkte und ich möchte jetzt die Transporter nicht tauschen gegen die Flugzeuge, weil ich ja eh nur 8 Platz habe, jeder Transporter kostet 3, das heißt, ich werde zwangsweise 2 weitere Flugplätze frei haben und weil das Aufklärenflugzeug, weil ich noch nicht im digitalen Zeitalter bin, kann ich das Recon, also das Aufklärungsflugzeug nicht verwenden, dementsprechend werde ich auch weiterhin meine Jäger verwenden, aber halt hauptsächlich mal die Transporter versuchen. Ich hatte auch dran gedacht, mit Bombern zu spielen, mit 4 Bombern oder vielleicht auch mit 3 Bombern, aber meine Bomber sind hoffnungslos nicht gelevelt, wie ihr seht, die sind im globalen Zeitalter, so wie ich das richtig sehe, bin mir nicht ganz sicher, da macht es glaube ich gar keinen Sinn, die zu nutzen, die muss ich erstmal ausbauen. Ich habe nebenbei meine Transporter etwas weiter. Habe ich jetzt eben Transporter gesagt? Die Bomber sind nicht gelevelt, aber die Transporter habe ich mittlerweile bis irgendwo Atom, ich denke eher Kalter Kriegszeitalter nachgezogen. Die sind auf jeden Fall noch nicht Weltraumzeitalter Max. Wo sie genau sind, kann ich jetzt an dem Bildchen auch nicht direkt ableiten. Da sehen die ja sehr, sehr ähnlich aus. Ich denke, ich kann es bis Mark 6 leveln und dann müsste noch was hinterherkommen. Ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig. Ich habe die Transporter so, wie sie jetzt sind und so müsste ich dann auch damit spielen. Werde ich auch. Dementsprechend habe ich die Transporter erstmal getauscht, habe die auch schon ausgebildet, habe meine Taktiken auch schon ein bisschen daran angepasst. Und zwar habe ich noch einmal Köder rausgenommen und dafür einmal mehr Versammeln zum Angriff mitgenommen. Ich weiß nicht, ich denke Schutz, Versammeln zum Angriff und Sabotage sind, glaube ich, ganz gute Kombinationen, wenn man mit den Fallschirmjägern spielen möchte. Jetzt muss ich noch ins Museum gehen und hier natürlich auch noch alles soweit austauschen. Wobei ich das hier alles nur ausgelegt habe auf meine normale eigene Basis. Das heißt, ich muss die Angriffswerkzeuge austauschen. Da werde ich nicht ums Hungermonger drumherum kommen. Das ist meines Erachtens nach ziemlich gut. Gerade bei Fallschirmjägern und bei der Arbalest ist es, glaube ich... Nee, das ist ein schwerer Panzer-Artefakt. Paratrooper, da haben wir es. Ja, sehr gut. Damit komme ich auf plus 12 Fallschirmjäger-Angriff. Und plus 25 Fallschirmjäger HP. Ist nichts Weltbewegendes, aber es ist besser als nichts.
Woran ich natürlich denken muss, ich habe jetzt nicht das Flugzeug selbst, den Transporter gestärkt, sondern nur die Truppen, die rauskommen. Also der Transporter ist immer noch relativ fragil. Aber hören wir auf, zu viel zu quatschen, gehen wir in den Multiplayer. Ich schaue mir kurz noch an, ich musste eigentlich Orden abbauen, habe aber wenig Käse und Porzellan, also Franzosen und Koreaner könnte man 5 sternen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Der Typ ist ziemlich gerusht. Ich weiß, damit könnte ich mich böse auf die Fresse legen, aber hier könnte man es eigentlich probieren. Die Türme sind auch alle nicht so hoch. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was sind die größten Gefahren für meine Fallschirmjäger? Das sind eigentlich Kanonentürme und andere schießende Objekte. Zumindest solange ich sie vor allen anderen Truppen setze. Ich denke mal... Boah, jetzt haben die sich natürlich beide direkt schon saftig was gefangen. Und ich merke auch, meine Flugzeuge haben nicht mehr so viel Dampf dahinter. So, wo setze ich die drauf? Dort und dorten. Okay, wirklich schön und effizient ist das jetzt nicht. Das war dann doch eher nur so mit Biegen und Brechen, obwohl der Gegner jetzt echt nicht stark ist. Oh, jetzt habe ich dann falsche Menge reingerufen. Nein, das war nicht gut. Okay, ich habe sogar alles verloren. Tatsächlich macht das so, glaube ich, ziemlich wenig Sinn. Alter. Also die Basis hätte ich locker abgeräumt, nur mit Kommandos. Puh. Ich habe sogar noch ein Flugzeug verloren, keine 5 Sterne geholt. Eigentlich war das ein ziemlicher Gerümpelangriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt kriegt das Flugzeug auch noch... Ey, das Flugzeug hat sich genau den Schuss gefangen. Krass, Mann. Wo steht denn das blöde Silo? Ach, hier unten. Wow. Behindert. Alter, alles verloren. Ey, krank. Es sind sogar noch Defensivgebäude übrig. Jetzt muss ich die hier auch noch wegbekommen. Sonst habe ich sogar noch die Flugeinheiten verloren. Ja, da werde ich definitiv nochmal ran müssen. Vielleicht sollte man dann tatsächlich nur mit den Transportern alleine angreifen. Wenigstens habe ich jetzt die Transporter nicht verloren. Boah, gut war das allemal nicht. Ey, krass. Ich meine, die Beute war natürlich in Ordnung, aber darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass der Angriff scheiße war. Dann mal auf ein neues. Truppen sind retrained. Ihr kennt meine Philosophie, ja. Nur wer bereit ist, oft zu scheitern, wird Neues lernen. Oh, da habe ich voll die falsche Anflugrichtung gewählt mit dem Flugzeug. Wir haben natürlich jetzt hier optimale Voraussetzungen, aufgrund der Tatsache, dass die Fallen schon ausgelöst sind und die Basis generell jetzt nicht so stark ist.
Ich glaube, das ist generell eine ziemlich große Voraussetzung bei Fallschirmjägerangriffen. Oder zumindest im Multiplayer. Ja, im Multiplayer möchte man nicht so viele Verluste haben. Ich denke, andernfalls ist das nicht realisierbar. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Und auch ohne restliche Truppen. Ist natürlich ein anderes Gefühl. Ich meine, früher im Multiplayer, was heißt früher, eigentlich jetzt immer noch, aber jetzt gerade dadurch, dass ich die Truppe gewechselt habe, halt nicht, war es halt immer das Gefühl, egal wen ich angreife, ich kann sogar Level 300 oder sogar über 300 angreifen. Wenn die nicht unbedingt Segen und alle Generäle auf der Burg haben, ist das eigentlich kein Problem. Aufgrund der Tatsache, dass man die einfach wegmachen kann und gar nicht mal alle Truppen verliert. Oder man schafft sie zumindest. Jetzt ist das ein ganz anderes Gefühl. Also Spieler, die auch im Weltraumzeitalter sind, so wie ich, und so wie die meisten meiner Truppen, sind da echt schon eine harte Nuss. Da verliert man schon viele Truppen bei. Ist ein anderes Gefühl, definitiv. Vorteil ist natürlich, wenn man die Fallschirmjäger nicht verliert, man kann immer wieder neue absetzen. Das wird gerade Richtung Late Game. Natürlich werden das unwahrscheinlich viele und auch sehr starke Truppen. Die haben ja schon ordentlich Dampf dahinter, die Fallschirmjäger. Schnell ist natürlich auch was anderes, aber gut, das im Multiplayer ist jetzt ja auch erstmal eine Sache, die vollkommen egal ist. Ich habe die Kommandos jetzt auch gar nicht benutzt. Ja, vielleicht ist es tatsächlich besser, dann im Multiplayer zu raiden, ohne dass man Bodentruppen benutzt. Weil die wohl vielleicht sogar länger brauchen, um wieder neu ausgebildet zu werden. Erstes Erfolgserlebnis auf jeden Fall. Kommt jetzt die Beute auch noch irgendwann? Ja. Hab gerade schon ein Stück Mauer hochgemacht, hab vergessen auf Play zu drücken. Jetzt läuft aber, glaube ich, die Aufnahme wieder. Ja, und wir können noch ein Stück Mauern hochmachen. Ist natürlich jetzt auch nicht toll von der Beute her, aber besser als nichts. Funktioniert aber ganz gut. Die Gegner sind natürlich auch massenhaft unterlegen. Oh nein, Flugzeug ist kaputtgegangen. Beide sind kaputtgegangen. What the fuck? Ist natürlich auch eine sehr schöne Exponentialrechnung. Ich meine, wenn man die Fallschirmjäger am Leben behält, gehen die ja immer, also dann ist ja genau dieser Punkt, sie sind am Leben und sie sterben nicht. Das bedeutet, sie sind für den gesamten weiteren Kampf verfügbar. Und da man immer wieder neue absetzt, wird einfach die Anzahl der schlagkräftigen Truppen immer höher. Wenn die kommen, wenn die Fallschirmjäger immer sofort sterben, ist es natürlich so, dass man eigentlich nur Zeit verschwendet, weil die Transporter so lange Rückrufzeiten haben. Wir haben jetzt 42 Sekunden, glaube ich. Ne, 25, ja. 42 wäre übertrieben. 25 Sekunden, bis man sie wieder einsetzen kann. Ja, gegen schwere Panzer haben die auf jeden Fall keine Schnitte. Da braucht man schon Bazookas, das merkt man. Und das sind ja absolut keine starken Schwerpanzer, das sind Atomzeitalter-schwere Panzer.
wenn man dann jetzt irgendwelche schweren Panzer aus dem, weiß ich nicht, Weltraum oder sogar digitalen Zeitalter hat, die sind dann sogar noch durch das Museum gut hinterlegt oder die haben Defensivkollision an. Keine Ahnung. Da sind dann, glaube ich, meine Fallschirmjäger einfach noch zu mickrig. Ich könnte mir, glaube ich, auch eigentlich nochmal überlegen, ein paar Defensiv... Ich bin so mega der... Ja, man könnte es jetzt Sparfuchs nennen, weil es noch keine negativen Auswirkungen annimmt, aber im Spiel kann es ja auch keine negativen Auswirkungen annehmen. Ich bin halt jemand, der extrem diese ganzen Gebäude hier hortet und sie dann gar nicht ausgibt. Und wenn ich das jetzt mal bis zum Ende weiterdenke, fünfmal dieses komische Konsulat, Alter. Und das habe ich sogar schon ein paar Mal gesetzt gehabt. Wenn ich das jetzt mal bis zum Ende weiterdenke, bedeutet das ja eigentlich nur, ich habe sie bis jetzt nicht ausgegeben, ich werde sie auch die ganze nächste Zeit nicht ausgeben. Das heißt, irgendwann geht entweder Dominations den Bach runter und man kann es nicht mehr spielen, ich höre auf zu spielen oder ich spiele weiter, aber in jedem Fall werde ich keinen der Gebäude nutzen. Das macht alles ziemlich wenig Sinn, meiner Meinung nach. Dann habe ich sie nämlich gespart, ohne sie zu nutzen und habe trotzdem dafür gearbeitet. Auch wenn es mir schwerfällt, sollte ich die Gebäude alle der Reihe nach mal wieder setzen. Ich habe gar keinen Platz. Alter, wo soll ich die Kiste denn jetzt hinpacken? Oh. Ah, dann muss ich hier erstmal Platz machen. Das machen wir einfach auf. Oder? Nee, das hätten wir hinpacken können. Ah, Mist. Hm, wo ist denn die Kiste? Da. Ja, perfekt. Tschu. Und auch direkt schon abgeholt. Hab keine Flugzeuge, traue ich mich ohne? Ja, komm, gleich gibt's Essen. Pö, der hat auf jeden Fall massiv hohe Türme. Scheiße. Ach komm, gleich gibt's Essen. Mache ich das jetzt? Versuche ich das? Ich weiß nicht. Ah doch, komm, dazu habe ich noch meine Kommandos. Das wird schon. Bin jetzt einfach mal optimistisch. Oh, fuck, das Raketenarsenal. Oh ja, ich habe keine Flugzeuge. Fuck, das merke ich jetzt erst. Scheiße. Komm, bitte mach die Flugabwehr einfach kaputt. Ja, ich weiß, sie kriegt jetzt auf den Sack. Oh. Ja, den schnellen Sieg kann ich auf jeden Fall knicken. Das Ding ist auch noch da. Fuck, ich hab keine Kommandos mehr. Ja, kann ich den schnellen Sieg doch nicht knicken? Mega knapp. 15? 14? Nein! Okay. Das wäre aber auch so schön gewesen. Die Basis war halt wirklich nicht schwach. 286, das geht schon klar. Ich habe jetzt mal halt irgendwie nichts mehr, um da aufzuräumen. Also die Bodentruppen werden jetzt alle verrecken. Okay. Muss ich mich hier noch drum kümmern, dass ich das wegbekomme. Über die wenigstens die Transporter. Die haben schon krass viel Dampf, die Fallschirmjäger. Die haben schon besondere Stärken, aber auch besondere Schwächen. Muss man ihnen lassen. Die gehen auch durch Mauern durch wie nichts. Ich habe halt alle anderen Truppen verloren. Macht schon Sinn, also ich verstehe schon, warum... Also mich haben wenige mit Fallschirmjägern angegriffen, aber die mich angegriffen haben, ohne Bodentruppen. Entweder hatten die einfach per Zufall gerade keine mehr, denke ich eher nicht. Oder aber sie haben es bewusst so gemacht, weil sie auch gemerkt haben, dass mit den Bodentruppen rentiert sich irgendwie nicht. Man hat dann zwei Flugzeuge dabei, die gehen super schnell kaputt. Ich sag mal so, bis jetzt ist es eine interessante Alternative, mehr leider nicht. So, jetzt direkt, wenn der schwere Panzer spawnt weg, damit nicht Nobunaga noch platt geht. Boom.
Da waren auf jeden Fall jetzt schon mal wichtige Erkenntnisse für mich dabei. Fühlt sich auch, also langsam bekommt man so ein bisschen anderes Gefühl dafür, als es anfangs noch war, wo ich die Fallschirmjäger komplett willkürlich über die Map habe fliegen lassen. Ja, muss mal schauen, ob sich das Ganze noch festigt. Ich habe in der Zwischenzeit etwas gegessen. Ich mache jetzt nochmal ein paar neue Artefakte auf, vielleicht. Ne, wäre irgendwas dabei gewesen. Und ich denke, ein, zwei Multiplayer-Angriffe sind auf jeden Fall noch drin, auch wenn ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die Medaillen abzubauen, die Orden, bin ich jetzt doch wieder hochgegangen. Geht halt nicht anders mit den Fallschirmjägern, ne? Die machen ja irgendwie alles kaputt. Also da ist schwer, keine Sterne zu holen, trotzdem Beute. Bevor sich das Video zu lange rauszögert, könnten wir hier einen letzten Angriff starten. Das habe ich ja gar nicht dabei. Krass, fällt mir jetzt gerade das auf. Ja. Oh, ja, es gibt mir wahrscheinlich einen Transporter drauf. Nein. Nein, er hat nicht mal seine Fallschirmjäger abgesetzt. Okay. Ich überschätze mich halt schon doch maßlos. Mit den Fallschirmjägern. Wie schaffe ich es jetzt, die in der Mitte abzusetzen? Ich will das Öl auf jeden Fall noch haben. Ne, der Transporter geht mir doch 100 pro kaputt. Scheiße. Kacke! Kacke! Oh fuck. Das Silo ist vor allem auch noch da. Oh Mann. Nein, kommt schon. Oh weia. Oh weia, gab das auf die Fresse. Alter. Ey, das ist mega peinlich. Ich verabschiede mich mit einem überhaupt nicht erfolgreichen Angriff. Ich werde die Tage auf jeden Fall noch ein bisschen üben müssen. Boah, frustriert das. Euch noch einen schönen Abend, Leute. Haut rein, euer Domination Tipps.